Vielleicht gehen wir grün rüber, gelb runter. Nee, oder grün runter, rot rechts. Dass wir hier abbiegen. Dann fahren wir. Was führt denn? Ach, grün führt dann darüber. Oder runter. Nee, oder hoch. Eine Sekunde. Das führt jetzt erstmal in einem ganz, ganz kleinen Kreis, oder? So. Nee, es führt ja trotzdem runter, weil wir sind in der Bewegungsrichtung. Okay, aber so gefällt mir das schon mal grundlegend. Vielleicht. Ich will nicht, dass es gelb ist. Ich will, dass es vielleicht grün ist. Das kann sein, dass die Weichen schon ungefähr richtig eingestellt sind. Jetzt ändere ich hier mal was. Ja, dann stimmt das Grüne hier ja schon mal. Okay. Nein. Das ist es nicht. Wir kommen auch gar nicht zur zweiten Weiche. Also machen wir es mal rot. Aber dann wäre hier noch grün anders. Aber wir kommen zur zweiten. Und die zweite ist dann absolut falsch. Moment, wenn wir hier durchfahren. Wenn wir hier durchfahren, dann war das alles auch schon zu spät. Egal wie dieses Ding eingestellt ist, weil wenn wir von der Richtung kommen, wir kriegen keine Änderungen mehr. Oder wenn wir von hier lang fahren, ist es egal, wie die Weichen gestellt sind. Naja, vielleicht. Grün war es ja gerade, oder? Grün war es, glaube ich, gerade. Ja. Nee, wenn überhaupt, dann müssen wir direkt erstmal hier lang und dann klärt es sich über das. Also machen wir mal. Jetzt fahren wir direkt straight runter. Jo. Wir waren nicht hier oben. Wenn wir rot umstellen, wird uns das. Wenn wir rot umstellen, fahren wir rüber. Wir kommen hier hoch. Probieren wir es mal so. Dann drehen wir einen Kreis, aber. Ach, gelb ist jetzt falsch. Aber gelb haben wir davor auch nicht gebraucht. Okay, dann stellen wir noch einmal gelb um. Weil dann fahren wir. Aber dann klappt das mit rot nicht. Machen wir gelb runter. Und gehen grün rüber. Dann gehen wir über den Weg. So. Das dreht sich, glaube ich, im Kreis. Dann führt das hier aber rüber. Ich glaube, P2 muss grün sein. P1 weiß ich nicht. Aber P2 muss grün sein, dass wir. Das Grüne muss auf jeden Fall hier geradeaus rüber. Weil das Grüne am Ende ist, ist das. So, jetzt sollte Oh! alles stimmen. Ja? Was sagst du nun, Schätzchen? Nibbe, 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 nibbe. Okay, P1 war jetzt echt geraten. Aber wenn dir das schon gefallen hat, dann Oh! pass mal auf. Ich fühle mich jetzt klug. Ich fühle mich Schau klug. mal, die Gleise sind noch ganz warm. Was? Hast du etwa schon eins von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm.
Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs, es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Sehr schön. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an, wie es funktioniert. Weil ich dachte mir schon, wenn wir hier... Okay, das Rote führt dann dazu, dass wir hier irgendwie im Kreis fahren. Oh. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hey, ich lebe noch. Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt ihn Rufus. Man nennt ihn Rufus. Rufus, Rufus, badabab. Boah, und was für ein Ausblick. Die untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast. Hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na, willst du lieber langweilig getragen werden oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Oh, sie schläft wie eine Orbit-Elfe. Ich habe sie auf ein Meer aus Rosen gebettet. Genauer gesagt, frittierten Rosenkohl. Ach ja, der Duft von altem Frittenfett. Same thing. Gut, das hier scheint die untere Aufstiegsding zu sein. Sardellenautomat. Zuckerwattemaschine. Oh ja, Moment. Da gibt es gleich Achievements. Man muss eine Forelle am Spieß hier irgendwo nehmen. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Das klang nicht so lecker. Sardellen am Spieß. Die gab es hier schon, als ich noch ein Kind war. Genau dieselben. Der Gourmet weiß, Sardellen werden besser, je länger sie liegen. Das müssen wir einmal probieren. Ich hatte es eh nur auf den Stock abgesehen. Ah, gut, dann müssen wir von der Zuckerwattemaschine probieren. Einmal Zuckerwatte, bitte. Die Maschine hat wohl keine Ohren und keine Augen. Sonst wüsste sie, wer vor ihr steht. Drei Sorten brauchen wir. Die Schalter verstellen die Lichter. Da drei und auf der anderen Seite eins. Einmal Zucker. Die Maschine und keine Augen. Ja, dann Hebel. Damit lässt sich der... Ich muss bestimmt erst dieses... Ich weiß doch wieder... Aha. Hey, da scheint was dahinter zu sein. Was zum... Ein Stecker? Och, nö. Was? Na, ja, steck doch rein. Nicht wirklich. Oh, so einfach kann es doch nicht sein. Mann!
Ah, okay, also es läuft. Einmal zurück. Die Maschine hat wohl... Und keine Ahnung. Ich glaube, man muss... Ja, wir haben den Stock, dann probieren wir mal drei Sorten. Was ist das? Geschmacklos. Oh, das ist meine Lieblingssorte. Man schmeckt nicht mal den Zucker. Cool. Oben sehen wir was auf dem Bild. Aha. Eins aus, zwei an. Ich komme der Sache näher. Ist das dann immer dasselbe? Ich hoffe drei doch. Und sechs. Oh. Das macht schon mal. Was ganz Verschiedenes. Es kann einfach nicht. Upsi. Oh, ja, dann brauchen wir den nicht. Es kann nicht sein, dass die Hebel gar nichts zu bedeuten haben. Es kann einfach nicht. Ja, es gibt auch ein Achievement hier, einfach die Hebel so lange zu betätigen, bis es kommt. Es kann nicht sein. Es kann ein. Ich komm schon noch. Das hier. Ich muss. Binär denken. Das hier gar. Nee, du einfach Hebel betätigen. Oder hat es wirklich eine Lösung? Ich glaube nicht. Alles Primzahlen? Nee, das ist so gerade. Ja doch, eine 4. Ich muss binär. Es kann nicht sein, dass die Hebel. Es kann einfach nicht. 6? Ne, 6 ist keine Primzahl. Ich muss binär. Ich muss binär. Ich betätige einfach, ja. Also theoretisch. Das hier gab. Ja, ausdauernd. Genau, so. Ich hätte gerne jetzt eine andere Sorte. Jetzt steht er auf Calzone. Calzone, probieren wir auch mal. Na? Schmeckt gut. Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Calzone. Ja, mal schauen. Ist das Leben gut? Nur wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Ah, schön, dass Rufus auch die Zahnart oder das Tier identifizieren kann. Und was jetzt haben wir jetzt? Steht er auf Phosphor. Oh! Gediegen. Ja, gleich auch mal ein bisschen reinschlecken. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Aber Phosphor könnte noch recht nützlich sein. Glaube ich. Gut. Und zum Schluss noch Kaugummi. Kaugummi, aber sofort. Was? Ich will einen Kaugummi. Die Spracherkennung muss kaputt sein. So, auch einmal essen. Da steht ja gar keine Geschmacksrichtung drauf. Stattdessen ist hier eine tanzende Kellerassel abgebildet. Mit Hut und Stock. Voll bescheuert. Das ist mein Lieblingsgeschmack. Ich heb mir den Rest lieber für später auf. Viel später. Cool, Gourmet. Ah, gekautes Kaugummi. Ja, dann hören wir noch den Entwicklerkommentar einmal zu dieser wunderschönen Szenerie an. Haben wir eigentlich alles? Theoretisch gibt's hier auch gar nicht so viel arg mehr. Wir haben nur ganz viele verdächtige Lämpchen. Diese Lampen haben irgendwas zu bedeuten. Ich weiß es einfach. Nee. Das war aufregend. Nach dieser spannenden Mindbike-Hatz durch die Schrottminen Deponias sind wir jetzt an der unteren Aufstiegsstation angekommen und befinden uns hier im Candyshop des alten, verlassenen Bahnhofgeländes vorm Aufstiegszoll. Rufus hat Goal auf ein Bett aus Rosen gebettet. Es war Rosenkohl. Rosenkohl. Ja, Rosenkohl. Bin ich wochenlang nicht mehr losgeworden. Wie dem auch sei, Rosenkohl. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Trotzdem ernähren wir uns hier natürlich dem spannenden Showdown des Spiels so langsam. Und ich fand das tatsächlich inhaltlich immer ganz spannend zu sagen, dass dieser verlassene Jugendstil-Bahnhof, also wir haben halt irgendwie versucht, diesen ganzen Bahnhof ein bisschen Art Deco Jugendstil-mäßig zusammenzukleistern aus unterschiedlichen Komponenten, dass da halt auch irgendwie noch Spuren des alten Wohlstands und die ersten Anleihen an die elysianische Architektur zu sehen sind und dass die Elysianer natürlich halt auch ganz exquisite und leckere High-Society-Süßigkeiten zu sich genommen haben, zum Beispiel
Zuckerwatte mit Calzone-Geschmack oder Rosenkohl. Rosenkohl. Ja, oder aber auch Sardellen. Also es gab diverse kulinarische Leckereien und so schön ist jetzt Rosenkohl ist gesund. Das ist eine schöne Sache, wenn ein Mann einer Frau Rosenkohl schenkt, dann ist das ein Zeichen von, wir machen mal weiter. Gut.